Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lesung von Caroline Wiedemanns Buch Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats. Wir freuen uns riesig, dass wir heute im Werk 2 sein können und tatsächlich auch vor euch, vor Publikum, zum ersten Mal seit einer unglaublich langen Zeit. Das ist ganz großartig, aber wir freuen uns natürlich auch, dass ihr im Stream heute mit uns dieses Gespräch und diese Lesung gemeinsam gestaltet. Genau, mein Name ist Constanze Stutz und ich werde heute das Gespräch mit Caroline führen. Ich bin selber Soziologin und auch Redaktionsmitglied einer feministischen Zeitschrift hier aus Leipzig, der Outside the Box. Und genau das bringt mich auch in die Möglichkeit oder in den ähnlichen Raum wie Caroline. Also die Frage immer wieder aufzunehmen, wie wir das gegenwärtige Geschlechterverhältnis, die gegenwärtige Gesellschaft verändern können, das Patriarchat stürzen und was für Kämpfe eigentlich notwendig sind, um so ja wirklich radikale Veränderungen auch miteinander, füreinander in dieser Welt möglich zu machen. Caroline und ich werden über das Buch sprechen, das vorstellen auch, was Caroline heute mitgebracht hat. Und sie wird euch dann einzelne Teile aus dem Buch selbst vorlesen, damit ihr die Möglichkeit habt, einen Eindruck zu gewinnen, was euch in dem Buch erwartet. Caroline Wiedemann ist auch Soziologin und Journalistin. Sie hat in den letzten Jahren immer wieder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im Missy Magazine, was ihr sicherlich kennt, und auch in der Analyse und Kritik genau zu den Themen auch des Buchs geschrieben, also zu einer kritischen Analyse des gegenwärtigen Geschlechterverhältnisses, zu Entwicklungen im Rechtspopulismus, aber auch zum digitalen Kapitalismus und den Verschiebungen darin. Das sind auch Themen, die sie in ihrer eigenen Promotion bearbeitet hat, also wo sie danach gefragt hat, wie Kollektivität und Subversion neu verhandelt werden. Gegenwärtig arbeitet sie als Postdoc an der Humboldt-Uni in Berlin und forscht da danach, wie Rassismus sich gegenwärtig auch gerade durch das Internet, im Internet verändert. Aber vor allen Dingen, und deswegen seid ihr ja heute auch hier und sind wir auch da, hat sie das Buch geschrieben, Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats, über das wir heute reden werden. Genau, im Buch selber geht es dir ja viel darum, eine Analyse der Gegenwart von patriarchaler Zurichtung, gerade von Frauen und Queers, in Verbindung zu bringen mit Fragen danach, wie sie zusammenhängen mit Kapitalismus, der staatlichen Organisation, in der wir leben und auch größeren Fragen, wie also Produktion, Reproduktion sich in unserem Alltag, in unserem eigenen Gewordensein und dergleichen vermitteln. Gleichzeitig, und das mochte ich beim Lesen sehr, sehr gerne, gehst du immer wieder auch mit deiner eigenen Erfahrung von Sexismus, von Herabsetzung, von Diskriminierung und anderen Erfahrungen rein, um zu vermitteln, wie das Ganze zusammengeht. Das heißt, auch hier, finde ich, beim Lesen merkt man sehr stark, wie du so dieser langen feministischen Tradition verbunden bist, das Private eben als politisch zu begreifen. Und das hat es für mich sehr stark gemacht, auf jeden Fall beim Lesen. Gleichzeitig, und das ist was, wo wir uns ja jetzt auch so in den kommenden Stunden ungefähr versuchen, darüber zu verständigen, gehst du trotzdem noch stärker in eine tiefere Auseinandersetzung mit der Frage, wie gerade also die Erfahrung als Frau, Diskriminierung zu erfahren, unterdrückt zu werden in dieser Welt, auch gebunden ist an die Art, wie wir wirtschaften, also Kapitalismus, Patriarchat zusammenhängen und es auch eingebunden ist in eine staatliche Organisation. Und das ist ja schon auch, also gerade wenn wir so zurückblicken auf die letzten 10 Jahre vielleicht, wo ja immer mehr Bücher auch im Zuge von MeToo sich mit feministischen Themen und auch eigenen Erfahrungen im Frauwerden auseinandergesetzt haben, auch nochmal relativ neu das so aufzubereiten, das vermitteln zu wollen. Und vielleicht erzählst du uns kurz, was deine Auslöser waren, gerade diesen Zugang zu wählen und in deinem Buch zusammenbringen zu wollen. Ja, vielen Dank für diese tolle Einführung. Mein Mikro. Oder? Wir warten kurz auf die Technik. Okay, das geht, oder? Ja. Ja, das ist auch okay so. Kann ich das vielleicht gleich mal abmachen? Oder ich sitze jetzt so blöd auf dem Kabel. Genau, vielen Dank für diese
schöne Einführung und auch ich freue mich auch total, dass wir hier zusammen heute Abend sitzen können. Ich freue mich total, dass das Publikum da ist. Das ist das allererste Mal jetzt, seit dieses Buch Ende Januar erschienen ist, dass ich jetzt mit einem kleinen Publikum vor Ort lesen darf. Das ist total schön. Und genau, dass ich auch mit dir, mit Constanze Stutz zusammen hier sitzen darf, das freut mich auch total. Und genau, die Frage, also was so der Auslöser war, das auch nochmal zusammenführen zu wollen. Ich hatte in den letzten Jahren zu eigentlich wie so zwei Feldern, um die es in dem Buch geht, schon gearbeitet und es fehlte für mich in einer gewissen Weise genau noch für mich selber auch die Erarbeitung dieses Mittelteils. Und zwar hatte ich zu so antifeministischen Mobilisierungen auch im Rahmen des Rechtsrucks, da hatte ich journalistisch auch schon dazu geschrieben und eben auch wie weit so Antifeminismus bis in so bürgerliche Lager hineinreicht und aber eben auch zum Teil in einer gewissen Weise auch in linke Kreise. Und dann hatte ich über Phänomene, die ich im Buch als emanzipatorisch, zumindest bezüglich patriarchaler Logiken beschreibe, hatte ich auch geschrieben, nämlich so kritische Männlichkeit, neue Liebesweisen jenseits der romantischen Zweierbeziehung, neue Familienmodelle, die über die bürgerliche Kleinfamilie hinausgehen und so. Und eben Phänomene, die oft in so Diskussionen auch in der Linken als, da geht es ums Private, das sind doch Beziehungsfragen, auch mal schnell abgetan werden. Und also was ich im Buch dann unter Antifeminismus von links auch ein bisschen beschreibe. Und für mich, ich wollte für mich selber auch noch mal mehr erfassen, inwiefern, was haben die denn mit gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen zu tun? Wie hängt das Patriarchat tatsächlich auch mit den anderen Herrschaftsverhältnissen, eben mit dem Kapitalismus zusammen und dem Kapitalismus innerhalb des Nationalstaats oder eben dem Kapitalismus und der nationalstaatlichen Ordnung? Und das habe ich nochmal erarbeiten wollen und wollte das auch gerne dann eben in dieser Argumentation auch mit anderen teilen. Ja, ich finde, das ist dir auf jeden Fall sehr gut gelungen. Vielleicht steigen wir auch direkt in das Buch ein, wenn du magst, und starten mit deinem Anfang. Genau, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt gut hinkriege mit Mikro halten und Buch und so, aber das wird schon gehen. Genau, ich lese jetzt etwas aus der Einleitung vor, also fast die ganze Einleitung, ein bisschen was weggekürzt in der Mitte. 2016 beschloss der Bundestag die Reform des Sexualstrafrechts und gab dem Grundsatz Nein heißt Nein damit Gesetzesstatus. 2018 folgte die Einführung der dritten Option, die Möglichkeit des Geschlechtseintrags divers. 2019 entschied der Spiegel, seine Ressortleitungen künftig jeweils mit mindestens einer Frau zu besetzen und die Redaktion der Süddeutschen Zeitung diskutierte, in Artikeln nicht mehr nur das generische Maskulinum zu verwenden. Die Jugendformate der beiden Medienhäuser Jetzt und Bento gingen zum Gender-Sternchen über, um auch alle nicht-binären Menschen zu berücksichtigen. 2020 übernahmen die Fernsehstars Joko und Klaas die inklusive, geschlechterneutrale Ausdrucksweise zur Primetime auf ProSieben. Unter dem Hashtag Frauenzählen bewiesen FeministInnen, wie sexistisch der Literaturbetrieb ist, während neue Läden eröffneten, die nur Bücher von Frauen und Queers verkaufen. Der Wiener Musiker Mavi Phoenix, der in der Öffentlichkeit zunächst als Frau gegolten hatte, gab bekannt, kein Pronomen mehr für sich zu verwenden, bevor er schließlich das Männliche wählte. Die Vogue porträtierte ihn daraufhin als einen der wichtigsten Popstars unserer Zeit. Die Rapper von der Antilopengang kritisierten erneut mackeriges Verhalten und die Künstlerin Janelle Monae, die sich als pansexuell bezeichnet, also keine Geschlechter begehrt, sondern Menschen an sich, nutzte ihren Auftritt bei der Eröffnung der Oscarverleihung 2020, um die Machtverhältnisse der Branche von innen heraus anzuprangern. Sie rief ins Mikrofon: Wir feiern alle Frauen, die phänomenale Filme gemacht haben. Und weiter: It's time to come alive. Das ist der Aufbruch, jubelten die Fans im Internet. Das Ende der sexistischen Verhältnisse im Film und in der echten Welt ist nah. Aber da sind wir noch nicht. Weder in Hollywood noch andernorts, allen queerfeministischen Errungenschaften zum Trotz. Der Widerstand des Patriarchats gegen seine Überwindung ist groß. Während in Los Angeles die Oscars verliehen wurden, erklärte sich in Polen eine weitere Gemeinde zur LGBTIQ-freien Zone
und verkündete, keine Menschen zu dulden, die sich nicht als heterosexuelle Cis-Frauen oder Männer definieren, wie Gott sie vermeintlich erschuf. In Berlin bespuckten zwei Jugendliche eine 51-jährige Transfrau, besprühten sie mit Pfefferspray und drohten ihr die Haare anzuzünden. Allein in einem Monat wurden in der Hauptstadt 5 weitere transfeindliche Gewalttaten gemeldet. 2019 war dort laut Angaben des Anti-Gewalt-Projekts Maneo die Zahl von Übergriffen, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität von Menschen richteten, um fast 50% höher als im Vorjahr. Martin Zellner, Chefstratege der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, erklärte, der Feminismus bringe Übel, weil er Frauen gegen ihre Natur vom Herd trenne. Und Björn Höcke, der nach der Wahl in Thüringen triumphierte, forderte erneut, dass Männer endlich wieder mannhaft sein sollten. Freilich nur diejenigen, die bei der Geburt als solche galten. Am 8. März 2020 wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Demonstration zum Weltfrauentag, die feministische Demonstration in Aachen, von Nazis angegriffen. Und ein knappes halbes Jahr später, am 5. September, zerrissen sogenannte QuerdenkerInnen in Wien auf der großen Bühne einer Kundgebung gegen Corona-Schutzmaßnahmen eine Regenbogenflagge, das Symbol der LGBTIQ-Bewegung, und riefen, ihr seid nicht Teil unserer Gesellschaft. Am Umgang mit der Frage nach Geschlechtern, nach Identitäten, nach Begehrens- und Beziehungsformen zeigt sich, wie frei unsere Gesellschaft tatsächlich ist und wie gerecht wir sind. An diesen Fragen entscheidet sich, wohin wir steuern. Oft wird jedoch genau das Gegenteil behauptet. Die postmoderne Gender-Theorie und queere Aktionen seien elitäre, irrelevante Unterfangen, die unsere Gesellschaften nur spalten und uns auf Abwege bringen würden. Der Feminismus sei über das Ziel hinausgeschossen, als er zum Queer-Feminismus wurde, heißt es dann. Ich will in diesem Buch zeigen, wie falsch diese Aussage ist. Dass etwa die Einführung einer dritten Option Teil einer Entwicklung ist, die alle freier machen kann. Und dass es populistisch ist und den Rechten in die Hände spielt, sich gegen diese Entwicklung auszusprechen und den vermeintlichen Genderwahn zu kritisieren, wie es der Papst tut, wie es auch liberale JournalistInnen betreiben, etwa die Zeitautoren Harald Martenstein, der sich von FeministInnen diskriminiert fühlt, und Jens Jessen, der die MeToo-Bewegung mit dem Gulag verglich. Und wie es auch Sigmar Gabriel macht, wenn er befindet, die SPD habe sich zu lange mit Homosexuellen und anderen Minderheitenfragen befasst, statt mit dem deutschen Arbeiter, wie auch Sarah Wagenknecht neulich. Wenn er also Klassenpolitik und Queerfeminismus gegeneinander ausspielt, statt den Menschen klarzumachen, dass sie gemeinsam um Teilhabe und gegen alle Formen der Ausbeutung kämpfen müssten. Im Antifeminismus dieser Aussagen zeigt sich das Aufbegehren eines patriarchalen Systems und seiner Hauptfigur, des weißen heterosexuellen Cis-Mannes, dessen Ordnungen zunehmend bröckeln. Zum Glück und zum Gewinn aller. Während ich im ersten Teil des Buches frage, wie sich das Patriarchat eigentlich aktuell konstituiert, wie stark es noch ist, wie beharrlich und wie es antifeministische Strömungen über verschiedene Lager hinweg mobilisiert, gehe ich im zweiten Teil auf verschiedene gegenwärtige Phänomene ein, die patriarchale Ordnungen herausfordern, indem sie das Verständnis von Geschlecht und Sexualität zunehmend verschieben. Ich will zeigen, dass sich jene neuen Umgangs- und Lebensformen, die ich da beschreibe, nicht nur aus einer queerfeministischen Perspektive als subversiv deuten lassen, zeigen, dass sie eine emanzipatorische Perspektive für alle bergen. Und zwar auch deshalb, weil sie die Herrschaftsverhältnisse, welche die Menschen unterjochen, im Allgemeinen herausfordern. Das patriarchale Geschlechterverhältnis ist mit der Entwicklung kapitalistischer Ausbeutung innerhalb der gegenwärtigen nationalstaatlichen Ordnung zutiefst verbunden. Angesichts dieser Verknüpfung klärt sich, inwiefern jene antipatriarchalen Phänomene das Potenzial haben, die bürgerliche Gesellschaft und ihren Ausbeutungsapparat im Gesamten zu erschüttern. Alexandra Kollontai sagte, ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau, ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus. Und so lässt sich noch immer hoffen, dass wir, wenn es keinen Kapitalismus, keinen Nationalstaat und kein Patriarchat mehr gibt, zart und solidarisch miteinander sein können, geborgen und frei. Ja, das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Was ja also gerade schon auch so in den ersten Zeilen von deinem Buch so ziemlich gut rauskommt, ist diese ungleichzeitige Erfahrung der letzten Jahre. Also dass wir auf der einen Seite gerade in so popkultureller Repräsentation, aber auch in tatsächlich realen Freiheitsgewinnen und rechtlichen Neustellungen Zugewinne und auch Fortschritt sehen, was Geschlechtergerechtigkeit und überhaupt Gerechtigkeit in der Welt angeht, und gleichzeitig aber
gerade mit dem, was man so gemeinhin als Rechtsruck bezeichnet wird, so ein sehr starker Angriff auch auf die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte der Frauenbewegung, der queeren Bewegung, der Bürgerrechtsbewegung immer wieder auch sehr stark in Stellung gebracht werden, bis weit, das schreibst du ja auch, also hinein in so liberales Feuilleton-Lager, wenn man so möchte oder so. Und das Spannende daran finde ich ja auch, dass also du ja dieses Verhältnis beschreibst und dich dabei gleichzeitig aber so in einem sehr alten Begriff bedienst. Also mit dem Patriarchat als Analysebegriff für das Ungleichheitsverhältnis zwischen den Geschlechtern ja auf einen Begriff zurückgreifst, der sich so durch die Frauenbewegung auch in der Geschichte immer wieder gezogen hat, aber gerade so in den letzten Jahrzehnten relativ in Vergessenheit geraten wurde, auch stark kritisiert wurde aus unterschiedlichen Gründen. Und du hast so einen Moment, glaube ich, im Buch, wo du auch schreibst, dass der Begriff des Patriarchats letzten Endes auch die Geschichte von Kämpfen ist, also von Auseinandersetzungen darum, wie ist die Erfahrung, die ich als Frau mache, als queere Frau auch mache, eigentlich richtig zu beschreiben und auch, wer fällt darunter? Das ist ja so ein ewig währender Konflikt von, welche differenten Erfahrungen passen auch darunter von weißen und schwarzen, ostdeutschen, westdeutschen Frauen, wo das immer wieder auch in der Geschichte verhandelt wurde. Und meine Frage an dich wäre, warum du dich entschieden hast oder warum du denkst, dass dieser Begriff trotz aller Veränderungen, alles Fortschritts, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, immer noch passt, um das Verhältnis zu beschreiben? Ja, danke. Das finde ich auch total wichtig, das nochmal so zu klären. Und auch genau wie du gesagt hast, es gab ja auch total viel, auch total plausible Kritik an dem Begriff und auch an der Verwendung des Begriffs innerhalb bestimmter feministischer Kontexte oder in Phasen der feministischen Kämpfe, wo der Begriff eben auch noch anders verwendet wurde, als er es jetzt in den neuen queer-feministischen Bewegungen, die ich beschreibe, verwendet wird. Da, und also ich greife eigentlich auf eben diese Bewegungen zurück, die eben den wieder auf die Straße tragen. Und das ist für mich auch der zentrale Anlass, den Begriff auch aufzugreifen, weil auf den Schildern, auf den Demos steht Smash Patriarchy und die ganzen jungen Queer-Feministinnen sprechen wieder vom Patriarchat und haben aber dabei auch also haben eigentlich quasi das, was an dem alten Begriff kritisiert wurde, nämlich, dass er nicht verschiedene nochmal Herrschaftsverhältnisse, die innerhalb der Gruppe derer, die zu Frauen gemacht werden, auch nochmal wirken, also dass eben schwarze Frauen ganz anders nochmal unterworfen werden und diskriminiert sind, ausgebeutet werden als weiße Frauen, dass es auch Klassenverhältnisse gibt, die auch nicht unbedingt immer nur gleichermaßen mit Rassismus zusammenhängen, also dass auch Frauen der Oberklasse natürlich in einer ganz anderen Position sind. Das wird in der Art, wie der Patriarchatsbegriff neuerdings verwendet wird, auch mit einbezogen und mitreflektiert. Also es ist nicht mehr so ausgeschlossen, wie das vielleicht zeitweise in der ja eher so zweiten Welle des Feminismus, in der zweiten Frauenbewegung dann zum Teil der Fall war, auch wenn ja auch da diejenigen, die den Begriff verwendet haben, auch die Kritik dann sich schon zu Herzen genommen haben und berücksichtigt haben, also Kritik, die etwa von Bell Hooks kam, aber dann auch von Judith Butler. Und da bezog sich die Kritik ja vor allem auch darauf, dass der alte Patriarchatsbegriff auch noch in einer gewissen Weise differenzfeministisch war und eigentlich auch von einer natürlichen Ordnung von zwei Geschlechtern auch ausging. Und das macht natürlich der neue queerfeministische Patriarchatsbegriff nicht mehr. Und ja, jetzt sage ich, was ich dann damit meine, wenn ich den verwende und was ich eben auch bei ganz vielen anderen so lese, ist, also der bezeichnet in der Geschlechterordnung nämlich dann, oder bezeichnet die Geschlechterordnung, die Menschen aufteilt in zwei Gruppen, in die vermeintlich von Natur aus unterschiedlich sind, Männer und Frauen. Und jenseits dieser beiden Gruppen gibt es dann nichts im Patriarchat, das ist das Patriarchat. Und diese Gruppen sind hierarchisch geordnet, denen werden vermeintlich von Natur aus verschiedene Eigenschaften zugesprochen, die wiederum dann auch diese Sphärentrennung
von der wir vielleicht auch noch sprechen werden, ermöglichen. Das ist eben der Begriff, der auch dann nicht unberücksichtigt lässt, dass es eben totale Gewalt gibt gegenüber denen, die sich dieser Ordnung entziehen oder die da nicht drin aufgehen können und wollen. Ja, ich finde es immer wieder total spannend, auch also so diese Perspektive reinzuholen über die Geschichte. Also halt zu sehen, dass also die Begriffe, die wir finden, um unsere eigenen Erfahrungen zu beschreiben, auch umkämpft sind und erweiterbar und veränderbar, wie du sagst. Also dass der Begriff des Patriarchats, der heute politisiert wird, nochmal angereichert ist mit Streits, mit Konflikten, aber auch neuen Erfahrungen, die das dichter machen. Und das war auf jeden Fall auch für mich, vielleicht ging es dir auch ähnlich an dem Punkt, aber sowas sehr Wichtiges auch in meiner eigenen Auseinandersetzung mit Feminismus, dass es mir eine Sprache gegeben hat, Begriffe gegeben hat, da ja, für mein eigenes Unbehagen eine Möglichkeit zu finden, das zu theoretisieren. Ja. Total, das ist ja genau auch, was wir vielleicht auch vorher kurz angesprochen hatten, also die Frage nach so Consciousness Raising, also ein Austausch überhaupt zu realisieren, dass die Erfahrung, die ich mache, nicht meine individuelle ist, sondern dass ich merke, dass diejenigen, die in der Gesellschaft auch zu Frauen gemacht werden, eine ähnliche machen und dass wir deshalb realisieren, das hat was mit Strukturen zu tun, die wir also auch gemeinsam dann benennen können erstmals so. Und genau, dann auch bekämpfen. Ja. Aha. Genau, und da schließt du ja an und schreibst, dass letzten Endes oder dass auch die Hoffnung ist, dass alle eigentlich davon profitieren würden, wenn diese starren Kategorien von es gibt natürliche Frauen, natürliche Männer, aber auch andere Naturalisierungen von eigentlich ja gesellschaftlichen Kategorien wie Race, wie Class auch aufgebrochen werden und diese Grenzen fluider werden, also sich eben nicht mehr so stark herrschaftlich uns gegenüberstellen und uns darüber auch zurichten. Und gleichzeitig, und das liegt ja auch irgendwo in dem Patriarchatsbegriff mit drin, ist es ja also eigentlich grundlegend auch für hierarchische Geschlechterverhältnisse, dass es ja immer eine gesellschaftliche Gruppe gibt, die davon profitiert, eben gerade nichts ändern zu wollen an den Verhältnissen, von denen sie profitieren. Und immer auch eine gesellschaftliche Gruppe, in dem Fall Männer und Frauen, ne, als gesellschaftliche Gruppen, die ja, unterdrückt, ausgebeutet, von Diskriminierung betroffen sind und dann gegebenenfalls aber auch selbst mitwirken an der eigenen Unterdrückung. Und ich habe gemerkt, dass also so beim Lesen auch des Buches, dass so eine Frage, die mich immer wieder auch beschäftigt, ist, wie man genau mit diesen Ambivalenzen und diesen Verstrickungen, ja auch den eigenen Verstrickungen in dem, was man eigentlich halt herausfordern und also man widersprechen möchte, eigentlich umgehen kann, sowohl politisch als auch gerade schreibend, ja für dich vielleicht auch in Bezug auf das Buch. Ja, also genau, das ist diese permanente Auseinandersetzung, würde ich sagen, auch mit, genau, mit der eigenen Subjektivität, die innerhalb des patriarchalen, kapitalistischen, rassistischen Systems geformt ist. Und was du aber ja auch in der Frage angesprochen hast oder in deinem in dem Kommentar gerade, ist ja eigentlich auch, warum also diese These von mir, dass alle davon profitieren würden und gleichzeitig, also wie kann ich das denn irgendwie Leuten vermitteln, die aber in der gegenwärtigen Ordnung privilegiert sind und eigentlich kein Interesse zeigen, diese Verhältnisse zu verändern, die eben ihnen immer wieder entsprechend Raum, Gehör, Macht, Geld, andere Körper, die sie irgendwie über die sie verfügen können und so weiter zur Verfügung stellen. Da würde ich auch sagen, also erstens ist es einfach so, dass der Druck auf die zum Glück größer wird, dass eben diese antifeministischen Äußerungen auch etwa von den beiden Zeitjournalisten, die ich genannt habe, hier schon in der Einleitung, dass das ja auch Reaktionen sind auf neue feministische Mobilisierungen eben, beispielsweise in der Form von MeToo, dass es Reaktionen sind von denen, die eben festhalten wollen an der alten Ordnung und die merken, oh je, da wird schon irgendwie an deren Podesten auch so gesägt. Und das, was, also die haben auch hoffentlich
in einer gewissen Weise irgendwann keine Wahl mehr, weil die Kämpfe so stark werden. Aber was ich eben ja auch denen sagen will, so hey, also auch ihr werdet in einer gewissen Weise profitieren, weil auch ihr seid unterworfen in der gegenwärtigen Ordnung durch bestimmte Subjektivierungsweisen, die euch einen Rahmen geben, wie ihr überhaupt ja, irgendwie sein dürft, als Männer sein dürft in dieser Gesellschaft und die von klein auf eben auch bestimmten Rastern entsprechen mussten, von denen sie dann klar auch profitieren in einer gewissen Weise, aber die auch sie unfrei machen. Also, dass sie auch bestimmten Männlichkeitsidealen entsprechen dürfen und entsprechen müssen und vielleicht gar nicht merken, was sie noch für Bedürfnisse und Fähigkeiten jenseits dieser Rahmungen, die gesellschaftlich ihnen auferlegt werden, hätten. Ja, genau, du hast es ja auch so sehr stark in der Einleitung auch nochmal betont, also das ja trotz all der Zugewinne auch an Freiheiten, an Möglichkeiten, also der Widerstand gegen oder der Widerstand des Patriarchats halt zur Überwindung unglaublich groß ist und wir das ja auch in den letzten Jahren gerade durch völkisch-nationalistische Argumentation, durch rechte Akteure und Strömungen immer wieder gemerkt haben, dass das, was man eigentlich als schon irgendwie so gesettelt irgendwie betrachtet hat, gesamtgesellschaftlich, auch wenn es das nicht war, halt auch jetzt gerade aus einer sehr konservativen bis rechten Ecke immer stärker herausgefordert wird und du so einen Punkt setzt, den ich da auch immer wieder merkwürdig finde, nämlich dass auch so liberale Autoren, Autorinnen dieses Narrativ fahren, zu sagen, naja, der Feminismus, der ist ja eigentlich auch so ein Stück weit zu weit gegangen oder der ist ja jetzt eigentlich auch, also so ein bisschen, gerade mit diesem queer-feministischen Fokus und so weiß man eigentlich gar nicht, also irgendwie, das funktioniert nicht. Und dieses Narrativ taucht immer wieder auch lagerübergreifend über politische Spektren hinweg auf. Und meine Frage an dich wäre, weißt du, vielleicht auch aus deiner journalistischen Erfahrung, was dein Eindruck ist, warum dieses Narrativ so präsent und so stark ist und so stark auch unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Gruppen immer wieder mobilisiert? Ja, ich denke, dass eben dieses Narrativ basiert ja auf der Naturalisierung der gegenwärtigen Ordnung, also darauf zu behaupten und wahrscheinlich auch zu glauben, dass es eben Männer und Frauen mit bestimmten Eigenschaften, also Männer und Frauen gibt, die von Natur aus eben eher so, die einen eher rational, eher irgendwie für die Öffentlichkeit, für den politischen Betrieb, aber auch für die Fabrik, für die härteren Arbeiten und so weiter gemacht sind und die anderen eben eher von Natur aus fürsorglich, emotional veranlagt, eben eher für diese ganzen Repro-Arbeiten auch bestimmt sind. Und dieser Glauben an diese binäre Geschlechterordnung, der ist ja auch die Grundlage für ein ganzes Gesellschaftsmodell, das darauf basiert. Und das ist so eben tief in die gesellschaftlichen Strukturen eingeschrieben, aber auch so sehr in uns alle, die wir darin aufwachsen und eben auch so sehr in die gesamte, ja, wahrscheinlich auch emotionale Konstitution von so vielen Menschen, von uns allen und auch eben, wie ich gerade schon meinte, natürlich dann auf der anderen Seite, also das ist die eine, die, würde ich sagen, die eine Antwort, dass Erschütterungen dieser Ordnung einfach so sehr an die Grundfeste gehen und Leute auch tatsächlich verunsichern. Und aber eben der zweite Punkt, gerade diejenigen, die antifeministisch mobilisieren, sind ja meistens auch die weißen Cis-Typen der Oberschicht, die auch eben merken, dass die Zeit ihrer selbstverständlichen Privilegierung auch eben langsam vielleicht, also das ist jetzt sehr optimistisch gesprochen, dem Ende entgegengeht, nein, aber dass eben, dass diese, gerade der Queerfeminismus, die vermeintliche Natur eben herausfordert der binären Geschlechterordnung und damit eben noch so viel mehr, was damit einhergeht und eben die Privilegierung dieser Einzelnen, die sich dann wehren. Mhm.
Das ist ja auch etwas, was du in deinem Buch durch Gespräche, durch Interviews, durch Erzählungen immer wieder in den Fokus rückst. Also zu sagen, schon im Hier und Jetzt gibt es Momente, die andere Lebensweisen, andere Möglichkeiten, miteinander in Beziehung zu sein, Kinder großzuziehen, in der Welt zu sein, schon vorwegnehmen. Und genau, vielleicht gehen wir da auch einfach kurz rein. Also du hast ja so eine sehr schöne Sammlung auch an eigenen Erfahrungen, Erfahrungen von Bekannten zusammengetragen, um das vielleicht ins Hier und Jetzt zu holen, was an utopischen Lebensweisen möglich ist. Lese ich da nochmal sehr gern. Ich hatte nur gerade gedacht, vielleicht kann ich das noch davor dazu sagen, noch zur Ergänzung, auch zu dieser Frage, warum eben es so viel Widerstand gibt. Das habe ich gerade in dem Kapitel zu Antifeminismus von rechts dann auch beschrieben, dass eben auch unsere nationalstaatliche Ordnung, also auch die Tatsache, dass es Grenzen gibt und Migration nicht möglich ist, dass diese auch zutiefst rassistische Ordnung ja auch eben in so einem rechten Antifeminismus beispielsweise stark verteidigt wird, wo nämlich auch die binäre Geschlechterordnung deshalb nicht angegriffen werden darf, damit diese vermeintlich deutsche, homogene deutsche Volk sich reproduziert und das darüber, dass die Frau, die deutsche Frau, eben in ihre Rolle als Frau verwiesen wird, die Kinder zu kriegen hat, die zu Hause die Reproarbeit eben zu machen hat. Da zeigt sich eben so stark auch, wie es wirklich in diesem binären Geschlechtermodell auch nochmal sich eine rassistische Ordnung ja auch immer wieder mit reproduziert. Genau, nur das, bevor wir jetzt zum Schönen kommen, das ist, denke ich, auch mit einem Aspekt, der so, also auch natürlich so sehr erklärt, warum die Rechten auch so sehr auf die Genderfragen abgehen. Ja, und man da ja auch sieht, also dass man, nur wenn man sich halt für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern einsetzt, man eben auch all diese anderen Kämpfe um freien Zugang, um Bewegungsfreiheit, um Migrationspolitiken, die nicht so menschenverachtend sind, so wie wir das gerade erleben, halt mit reinholen muss. Also dass diese Kämpfe zusammengehen müssen, total, weil sie auf ähnliche Problemlagen und vergleichbare hinweisen. Ja. Total. Jetzt lese ich einen Abschnitt vor aus dem Kapitel, in dem ich über neue Familienformen oder Kollektivitätsformen, Zusammenlebensformen schreibe. Die 1968er Bewegung suchte bereits nach kollektiven Wohnformen jenseits der kleinen Familie. Während in ein paar kapitalismuskritischen Nischen auf dem Land in der Folge auch tatsächlich solidarische Kommunen entstanden, setzte sich gesamtgesellschaftlich zunächst aber nur die junge Leute-WG, also die Wohngemeinschaft, als Lebensabschnittsmodell durch, wie Bini Adamczak in ihrem Buch beziehungsweise Revolution ausführt. Entgegen der Bemühungen der 68er um alternative Lebensformen wurde weiterhin vorausgesetzt, dass Menschen ab einem bestimmten Alter nach der bürgerlichen Kleinfamilie streben, erst recht, wenn sie als Frauen gelten. Heute noch fragt man diejenigen unter ihnen, die mit Anfang 30 keine heterosexuelle Zweierbeziehung haben, ob sie denn keine Kinder wollen. Und wenn sie auch mit Ende 30 keine solche Beziehung führen, ist der Blick auf sie besorgt bis skeptisch. Genauso ergeht es ihnen, wenn sie einen Partner haben, aber keine Kinder, oder wenn sie Kinder haben, aber keinen Mann an ihrer Seite. Diejenigen, die Kinder gebären und dann nicht gänzlich darin aufgehen, sie großzuziehen, wenn sie etwa nicht stillen oder gar weiter sexuelle Beziehungen mit mehreren Menschen führen, ernten erst recht vorwurfsvolle Blicke. Wie auch schwule Paare mit Kindern. Und diejenigen, die sich nicht in die binäre Geschlechtermatrix einordnen lassen, erst recht. Der Familismus, wie Gisela Notz ihn nennt, vermittelt uns die Kleinfamilie noch immer als natürliche Lebensform und erfindet, wie anfangs gezeigt, seine lauten FürsprecherInnen in den antifeministischen Bewegungen von der AfD bis zu den Bündnissen der sogenannten besorgten Eltern. Gerade Letztere meinen ganz genau zu wissen, was gut für Kinder ist, und deshalb auch, wie diejenigen, die als biologische Mütter gelten, sich zu verhalten haben. Doch in den letzten Jahren hat sich auch ein Wort etabliert, das zeigt, dass etwas in Bewegung kommt, gekommen ist. Dass das Modell von Inna Barinberg und den zwei Partnerinnen, das hatte ich vorher beschrieben, genau wie das von, also vorher im Buch hier, genau wie das von Christine und den Kindern in der Neuner WG, dass Menschen eigene, genau wie das von Christine und den Kindern in der Neuner WG, dass Menschen eigene biologische Kinder bekommen können oder auch nicht
und dass sie zunehmend auch langfristig mit Kindern oder ohne in Kollektiven ihrer Wahl leben. Der Begriff des Co-Parenting, der im Internet ganze Foren füllt, steht für eine neue Selbstverständlichkeit, Familie jenseits der Mutter-Vater-Kind-Konstellation zu entdecken. Das Großfamilienmodell in der WG hat Christine und Jan von Beginn an dabei unterstützt, nicht die sexistischen Rollenaufteilungen im Haushalt und in der Kinderbetreuung zu wiederholen. Wenn die Kinder selbst Familie spielten, käme selten eine Mutter vor, erzählt Christine. Eine Tochter spiele den Vater und die andere das Kind. Oder eine spiele Holger. Holger, 58, ist der Partner von Astrid, 50, die auch in der WG wohnt. Holger selbst hat eine andere Wohnung. Für die Kinder war er immer da. Zusammen mit Astrid holt er sie jeden Freitag von der Kita ab, verbringt den Tag mit ihnen, sie fahren auch zusammen in den Urlaub. Holger ist für die Kinder der Größte, noch größer als Papa, sagen sie. Elena, die auch seit 2014 in der WG wohnt, also die erste Schwangerschaft von Christine von Anfang an begleitet hat, hatte überlegt, selbst Kinder zu kriegen, sich aber dagegen entschieden. Auch sie hat eine enge Bindung zu Christines Kindern und kümmert sich oft um die beiden. In anderen Ländern geht der Staat schon auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen ein. In den Niederlanden können bereits bis zu 4 Menschen juristisch für ein Kind verantwortlich sein, auch 4 Männer beispielsweise. Solange es das in Deutschland noch nicht gibt, behelfen die Menschen sich anderweitig. Die 3 Freundinnen Carla, Conny und Merem etwa haben ein Modell gefunden, Verantwortung für ein Kind durch 3 zu teilen. Merem ist die biologische Mutter von Lias. Carla und Conny haben jeweils eine Fürsorgevollmacht. Sie hat uns Vollmachten erteilt und ein Testament geschrieben, damit Lias nicht zu den Großeltern kommt, falls ihr was passiert, damit er bei uns bleibt, denn wir sind seine Familie, sagt Carla. Die 3 Freundinnen wohnen in einer WG in Berlin und erziehen dort gemeinsam ihr Kind. Elternschaft und Liebesbeziehungen trennen sie voneinander. Die Beziehungen werden freier, ihre Ausgestaltungen vielfältiger, aber deshalb nicht weniger verlässlich. Vielleicht können sie gerade dann sogar mehr Geborgenheit stiften, wenn sie gewählt werden, als in jenen Fällen, in denen sie so geführt werden, wie man es eben macht und in denen vor allem diejenigen oft leiden, die als Mütter fungieren. Jetzt vielleicht nur so viel hiervon. Den Rest diskutieren wir. Genau, du schreibst ja also so neben so einem sehr angenehmen Gang durch Erfahrungen und emanzipatorischen Lebensmodellen und alternativen queeren Lebensweisen und auch Familienmodellen, schreibst du ja auch viel über so die Möglichkeiten von feministischen Pornos und auch Workshops zur Entdeckung oder überhaupt erstmal Auseinandersetzungen mit der eigenen weiblichen Sexualität und so diesen Möglichkeiten, die gerade auch darin liegen, diese starre, binäre Geschlechterordnung und auch Vorstellung davon, was so Familie eigentlich bedeutet oder so herauszufordern. Und gleichzeitig, und das merke ich auch so in meinem eigenen Lebensumfeld, da hatten wir vorhin auch kurz drüber geredet, gibt es ja schon auch diese Tendenz, dass immer und immer wieder, also so diese freiwillige Übernahme auch von unentlohnter Sorgearbeit durch das Hinzuziehen noch mehr Menschen, bei einem gleichzeitigen Rückzug von so staatlichen Unterstützungsleistungen und dergleichen, die wir ja gerade auch in so einer neoliberalen Umstrukturierung des Staats erleben, ziemlich gut zusammengehen. Also ich oft das Gefühl habe, dass da so eine Gleichzeitigkeit passiert. Also auf der einen Seite, dass ein unglaublicher Zugewinn ist und auch für die Einzelnen es ja auch wirklich bedeutet, zärtlicher und auch freier im Umgang miteinander sein zu können und dabei gleichzeitig so das nicht verallgemeinert auftritt oder also ziemlich gut auch zusammengeht mit so diesem kapitalistischen Move von staatlich zieht sich das immer mehr zurück, es wird immer mehr auf die Einzelnen gegeben und die schauen dann, wie sie auch in alternativen Modellen gerne, aber wie sie das alles selber organisieren mit der Sorge, mit der Beziehung. Und deswegen wäre meine Frage, wie genau so dieses übergreifende Potenzial von anderen Lebensweisen halt auch umschlagen kann und noch größer werden kann und tatsächlich auf so eine Veränderung von unserer Gesellschaft, von einer staatlichen Organisation im Kapitalismus tatsächlich darüber hinausgehen kann. Ja, total wichtige Punkte, auch ganz viel ja auch, aber also ich glaube, was auch total relevant ist, mit einzubeziehen, ist die Tatsache, dass mit dem Abbau des Sozialstaats und den ganzen neoliberalen Reformen in den letzten Jahrzehnten eigentlich wieder das Modell der Kleinfamilie gestärkt wurde. Und dass wiederum all die Aufgaben, die eigentlich noch vormals vielleicht ein Sozialstaat übernommen hat, zunehmend wieder auf Schultern dann derjenigen lasten, die in der patriarchalen Kleinfamilie, also in der
bürgerlichen Kleinfamilie, die nun mal patriarchal organisiert ist immer noch, auch aus den Gründen, wie sie überhaupt entstanden ist, das ist auch in meinem Buch historisch ausgeführt, immer noch dann eben die Frau ausbeutet, immer wieder. Frau und Mutter, diejenigen, die zu Frauen gemacht werden innerhalb dieses Modells. Und das ist was, was in den Konstellationen, Familienkonstellationen, die ich hier beschreibe, bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, worum die ringen, eben, dass das aufgeteilt wird, dass es nicht zulasten Einzelner geht, erst recht nicht aufgrund von irgendwelchen vermeintlich natürlichen Zuschreibungen. Natürlich haben auch die damit zu kämpfen, weiter Lohnarbeit nachzugehen und eben Fürsorge auch innerhalb ihrer Netzwerke zu verteilen, und machen das aber auf eine Art, die diese vermeintlich natürlichen Zuschreibungen der binären Geschlechterordnung ja unterläuft, weil es nicht mehr entlang der Geschlechtergrenzen funktioniert. Und gleichzeitig ziehen sie, anders als es ja oft in den Kleinfamilien dann der Fall ist, nicht so nach außen die Mauern so schnell und so leicht hoch. Es ist ja auch in der Kleinfamilie dann oder eben in dieser strikten binären Trennung, die nicht nur in Mann und Frau unterscheidet, sondern auch in Produktions- und Reproduktionssphäre und aber auch in öffentlich und privat. Dadurch wird ja auch privatisiert quasi, was innerhalb dieser Familien dann stattfindet. Also das ist privat, die Konflikte sind privat und es ist mit Scham behaftet, man kann nicht nach außen drüber reden. Deswegen ist das was nur die Familie dann angeht. Und diese Art der Mauern, die um viele Kleinfamilien hochgezogen werden und die dann quasi die Kleinfamilie immer noch als Keimzelle der Nation gesamtgesellschaftlich wie so ein Abbild, aber auch dieser Art, wie die Nation dann funktioniert, sind, da würde ich sagen, das gelingt natürlich nicht allen irgendwie linken Wohnprojekten, die sich jenseits dieser Kleinfamilienordnung organisieren. Aber die viele davon versuchen zumindest, da auszubrechen und setzen sich mit der Frage auseinander, wie können wir solidarischer zusammenleben? Und eben gerade diejenigen darin, die sich auch queerfeministisch orientieren, überkommen auch für ganz viele, die in den anderen Ordnungen eben unterdrückt werden, ausgebeutet werden, Frauen und Queers, überkommen einfach auch da schon mal bestimmte Unterdrückungsstrukturen, unter denen die Leute einfach ja leiden. Mhm. Ja, genau, das ist ja auch, das ging uns ja wahrscheinlich allen so, in dem Moment, wo Corona als Pandemie über die Welt kam, gab es ja gerade so in der ersten Welle auch hier in Deutschland so eine relativ große Aufmerksamkeit, auch gerade darauf. Also plötzlich wurde das so offensichtlich, diese starke Privatisierung, diese starke Überlastung und auch diese fast sofortige Wiederinverantwortung oder alleinige Verantwortung nehmen der Frau für die Verantwortung der Sorgearbeit. Und dann so relativ schnell auch, also so eine breite Öffentlichkeit ja darüber sich verständigt hat, dass jetzt das so klar ist. Wir sehen die soziale Ungleichheit, wir sehen die Grenzen entlang des Geschlechterverhältnisses, wir sehen, dass Akademikerinnen nicht publizieren, während halt männliche Wissenschaftler die ganze Zeit Sachen raushauen. Und da gab es ja so ein ganz kurzes Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt die Krise als Chance. Jetzt sehen wir das als Gesellschaft, wir verstehen, wir haben da offensichtlich ein Problem und dann können wir das auch verändern. Und das ist ja so eine Hoffnung, die in ganz vielen Punkten aus heutiger Sicht sich überhaupt nicht eingelöst hat. Also in meinem Eindruck eher nochmal, also so die letzte Utopie, die irgendwie gerade so fühlbar geblieben ist, ist halt zurück zur Normalität, weil das, was wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, gerade auch was Sorgearbeit, Überlastung und dergleichen irgendwie in den Familienstrukturen, in den Sorgestrukturen angeht, uns eigentlich auch also so die Normalität der Vergangenheit irgendwie als so wünschenswert erscheinen lässt. Und das bringt mich so ein bisschen zu dieser Frage, was ja auch, also gerade wenn man so wie du ein ganzes Buch über diese Zusammenhänge schreibt, ja, einen so voranbringt, ist so dieses Moment von, wenn wir das verstehen, dann können wir das auch ändern. Und gleichzeitig zeigt sich ja jetzt gerade, ich habe schon das Gefühl, dass also ein größeres Verständnis dafür da ist und trotzdem verändert sich nicht wirklich was.
Wie geht man, also wie gehen wir damit um? Oder wie geht das, oder was sind so diese strukturellen, individuellen Bedingungen dafür, dass wir tatsächlich so neue Formen auch von Solidarität nicht nur in kurzen Krisenmomenten ausprobieren, sondern nachhaltig tatsächlich in neue Formen des Zusammenlebens miteinander gestalten können? Vielleicht auch gerade jetzt, vielleicht auch gerade an diesem Punkt in dieser Pandemie. Ja, also ich glaube, das ist direkt eben in den Jahren oder im Jahr auch vor der Pandemie kam eine große neue queerfeministische Mobilisierung zum Ausdruck, eigentlich schon genau in den Jahren zuvor, 2018 beispielsweise, gingen zum 8. März in Spanien, das ist das Land, in dem am 8. März, also das europäische Land, in dem am meisten Frauen und Queers den Streik eben für den Streik mobilisierten. Da gingen über 5 Millionen auf die Straße und legten die Arbeit nieder, um eben auf diese Verschränkungen von Patriarchat und Kapitalismus auch aufmerksam zu machen, auf ihre Ausbeutung, die permanente in den Privathaushalten, genauso wie in all den Fürsorgeberufen und so weiter. Und diese Bewegung war stark und die ist nicht weg, so wie ich das wahrnehme. Ich kriege das dann irgendwie über Social Media weiterhin mit, aber auch jetzt schon unter diesen Pandemiebedingungen, wo Demonstrationen ja nur sehr eingeschränkt möglich waren, haben am 8. März auch dieses Jahr in Berlin über Zehntausende demonstriert an einem Fleck, und dann gab es über die ganze Stadt verteilt noch andere Demos und kleine Aktionen und so, und ich habe das über das Netzwerk des Frauenstreiks mitgekriegt, dass es in ganz Deutschland solche Aktionen gab. Also ich glaube, diese junge feministische Bewegung, die eben auch so sehr die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse zusammendenkt, die ist auch durch Corona tatsächlich nochmal, wie du gerade gesagt hast, bestätigt in ihren ganzen Anliegen. Und du hast angesprochen eben, was die Fragen eben nach Fürsorgearbeit und Reproduktionsarbeiten betrifft, als während des Lockdowns dann die öffentlichen Einrichtungen schlossen. Es aber zeigte sich ja auch nochmal zusätzlich, wie sehr die Zahl die Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, wie da die Zahl hochging, als eben alle auf diese Privathaushalte zurückgeworfen waren, wie gewaltvoll dieses Private ist im Patriarchat. Und genau diesen Zusammenhang zwischen einerseits eben der Ausbeutung von Leuten, die in Fürsorgeberufen arbeiten, vorrangig Frauen und Queers, und der Gewalt, die auch die im Privaten erfahren, diesen Zusammenhang haben auch angeregt durch die Corona-Krise immer mehr junge FeministInnen in den letzten Monaten auch artikuliert. Und das fand ich, also ist was mir ein bisschen Hoffnung macht dann. Ja, absolut. Wir hatten das auch hier in Leipzig im letzten Jahr, als ein Femizid auch im März letzten Jahres direkt hier um die Ecke stattgefunden hat. Und auch mein Eindruck war, dass also ich das so auch in der feministischen Szene hier in Leipzig noch nie erlebt habe, dass aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken, aus sehr vielen unterschiedlichen Gruppen, mit sehr vielen auch einzelnen Akteuren sehr große Demonstrationen und auch so eine sehr nachhaltige Organisation darum herum entstanden ist, genau auch aus dieser Verbindung, auch mit Blick auf Niona Menos, also so lateinamerikanische Bewegungen, die ja schon seit Jahrzehnten diese krasse Politisierung von Gewalt gegen Frauen und Morden auch an Frauen, weil sie Frauen sind, politisieren als Femizide und darüber ja wirklich also so eine unglaubliche Kraft, ne, wie du sagst, auch auf die Straße bringen. Und das schon auch also auf jeden Fall für mich so einer der Momente war bei all dem Grauen, der damit auch in der Auseinandersetzung und dem Verlust auch damit einherging, das auf jeden Fall so ein Moment war, wo ich also gemerkt habe, dass also ja feministische Kritik laut und präsent ist, um genau diese Schnittstellen zu begreifen. Du schreibst ja auch in deinem Buch oder beschreibst ja so von der MeToo-Bewegung über Aufschrei hin zu Niona Menos und redest da von einem neuen Bewegungszyklus, wenn man so will. Also, dass da was erstmal Neues auch passiert. Würdest du sagen, wir schauen da auf also praktisch die Organisation oder das Entstehen von einer tatsächlich transnationalen feministischen Bewegung, die
wirklich auch politisch wirksam, auch über jetzt die ganzen Pandemie-Geschichten hinaus wirksam sein wird? Also genau, das wäre ja wünschenswert. Ich hatte, wie du gerade gesagt hast, eben den Eindruck und habe das im Buch dann auch so zusammengeführt, dass diese Bewegungen sich wechselseitig schon ganz schön stärkten und inspirierten. Also während Ni Una Menos ja sehr auf den lateinamerikanischen Kontext erstmal beschränkt war und auch mit einem ganz klaren Fokus zunächst auf die krasseste Form patriarchaler Gewalt, nämlich auf Feminizide, in Mexiko dann eigentlich losging, dann aber eben so den Fokus weitete auf alle Formen patriarchaler Herrschaft und dann also so quasi den gesamten Kontinent erfasste und dann nach Europa eigentlich auch rüberschwappte. In Deutschland, Deutschland war eines der wenigen europäischen Länder, in denen es keine direkten Demonstrationen, die den Fokus auf Femizide hatten, stattfanden, aber parallel hatte sich eben hier diese Bewegung rund um den Frauenstreik am 8. März nochmal entwickelt. MeToo hatte auch, denke ich, ganz viele Leute in Deutschland auch und aber eben auch in anderen europäischen Ländern, aber natürlich auch wirklich transnational, global in den USA mobilisiert und erstmals auch, wie wir vorher schon sagten, ein Bewusstsein bei vielen ganz jungen Frauen auch noch geschaffen und nicht nur bei Frauen, sondern auch bei denen, die nicht in diese binäre Matrix reinpassen im Patriarchat, dass das eine strukturelle Erfahrung, also eine Erfahrung, die strukturbedingt ist, die sie machen. Mhm. Ja, genau. Wir haben noch einen Teil aus deinem Buch, vielleicht gehen wir auch genau damit mit dem Werf der Bewegung rein. Okay, super. Das ist noch das Ende. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten. Okay, dann lese ich mal hier ein bisschen was noch aus dem Schlussteil vor. Der heißt Körper und die Sehnsucht nach dem Ende der Herrschaft. Die Menschen unterwandern das System der Herrschaft sukzessive. Sie schaffen neue Beziehungs- und Lebensweisen, die Nähe fördern statt Konkurrenz, die sie einander berühren lassen, in Verbindung bringen, statt getrennt und eingeteilt zu bleiben. Sie unterwandern das Patriarchat, ein Ordnungssystem, das auf dem Glauben basiert, sie seien von Natur aus und schon vor der Geburt in zwei Gruppen zu unterscheiden, in Männer und Frauen, auf dem Glauben, sie hätten dabei jeweils bestimmte Eigenschaften, die einen seien eher rational, die anderen eher emotional veranlagt, die einen eher für Politik und Wirtschaft gemacht, die anderen für das Private. Aktiv oder passiv, stark oder schön, zwei gegensätzliche Gruppen. Die patriarchale Norm vermittelt ein binäres, hetero- und cis-normatives Geschlechterverständnis. Und wir sind immer noch zutiefst von dieser Denkweise geprägt und von klein auf lernen wir uns selbst und die Menschen um uns herum permanent in eine der beiden Kategorien einzuordnen, weil wir die Körper unbewusst zu konditionieren suchen, hetero-, mono- und cis-normativ die Haltungen und Gemüter, die Gehirne. Wie gezeigt, werden denen, die als Jungen gelten, von klein auf noch immer männliche Verhaltensweisen nahegelegt. Von der Spielzeugabteilung, der Werbung, den Filmen, den anderen Kindern in der Kita und oft auch von Eltern und LehrerInnen. Konkurrenz- und machtorientiert, kämpferisch, autonom und kontrolliert sollen sie sein. Ohne Spuren von all dem, was als weiblich galt und gilt. Und dieses Männlichkeitsideal mitsamt seinem Zwang zur Abspaltung vermeintlich weiblicher Regungen hat sich über lange Zeit zutiefst verwoben mit der Funktionsweise unserer bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft, mit den Institutionen der Bildung, den Wirtschaftsformen, der Struktur der Öffentlichkeit, der des Privaten und mit unserem Umgang miteinander. Unsere Gesellschaft hat sich einerseits entlang der binären Spaltung der Menschen entwickelt, wurde also in männliche und weibliche Sphären unterteilt und sie wurde gleichzeitig für diejenigen und von denjenigen gestaltet, die darin Subjekte sein durften und die dafür männlich sein mussten. Mann und Staatsbürger als Subjekt fielen eins. Das andere, das Objekt, war und ist die Frau. Wie gesehen hatte oder hat das bürgerliche männliche Subjekt seine eigene Identität auch in einem Akt der Abgrenzung und Abwertung von einem Gegenüber zu konstituieren, dem es das zuschreibt, was es selbst nicht sein darf. Natur, Körperlichkeit und Gefühl etwa, weshalb es permanent um Selbstbeherrschung ringen muss. Die Vorstellung von Natur, die sich in unserer Gesellschaft vor allem im Zuge der Aufklärung etablierte, hat zweierlei Bedeutungen, die wiederum beide das binäre Geschlechterverhältnis stabilisierten. Unter Natur verstand man einerseits das System, das Ordnung vorgibt, eine Ordnung, die äußerlich und unbeweglich ist.
Etwas sei von Natur aus so und so und deshalb unveränderbar, hieß es, das Wesen von Mann und Frau etwa. Und gleichzeitig wurde Natur als das Gegenüber des Menschen, als Gegenüber der Zivilisation konzipiert, als das Wilde, das es zu beherrschen gelte und mit dem wiederum die Frau an sich identifiziert wurde, der man damit den Status als eigenständiges Subjekt verweigerte. Diese binäre Ordnung von Herr und Knecht setzt sich auch in den Herrschaftsverhältnissen des Rassismus und gerade in Deutschland des Antisemitismus fort. AutorInnen in der Tradition der kritischen Theorie weisen schon lange auf den Zusammenhang der verschiedenen Ausbeutungsformen hin, der Natur und der Frauen, die wiederum ähnlichen Legitimationsmustern folgen, wie etwa die rassistische Abwertung von Menschen, die vom bürgerlichen, vom weißen, männlichen Subjekt ebenfalls als anders, als minder angesehen und damit zum Objekt gemacht werden. In den letzten Jahren greifen diejenigen, die auf die Straße gehen, ob unter dem Label Smash Patriarchy, Black Lives Matter oder mit dem Aufruf zum System Change, diese Analysen auf. Und so berühren und bestätigen sich zunehmend auch die vermeintlich getrennten Kämpfe gegen verschiedene Formen der Herrschaft. Bewegungen gegen Grenzregime, genau wie diejenigen gegen die Ausbeutung von Rohstoffen und Land, verstehen sich als Teil queerfeministischer Bestrebungen und andersherum. Sie wollen das Prinzip der Herrschaft überwinden, die Aufteilung der Menschen in Männer und Frauen, schwarz und weiß, in vermeintlich natürliche Identitäten, in Gruppen, die angeblich von Natur aus auf bestimmte Weise geordnet wären. Ordnungen, die auch nach Meinung der Naturwissenschaften nicht mehr gelten, die im Anschluss an neuere Forschung viel komplexer und flexibler zugleich zu werten sind und vor allem nicht derart binär. Und so bringen nicht nur die globalen queerfeministischen Bewegungen, sondern auch die neueren wissenschaftlichen Entwicklungen in den Gender Studies, aber gleichermaßen in der Biochemie, das Konzept des bürgerlichen Subjekts zunehmend ins Wanken. Wie gezeigt wurde, formiert sich dagegen teilweise sogar offen gewalttätiger Widerstand. Im Antifeminismus, vor allem im Antigenderismus, das heißt in dem Versuch, alte Sexismen und Rassismen zu bewahren, Phantombesitz zu bewahren, wie Eva von Redeker schreibt. Den Anspruch zu verteidigen auf eine Ordnung, für deren Ungerechtigkeiten man vermeintlich nichts konnte. Den Anspruch auf die Verfügung über verdinglichte andere, über Frauen und ihre Körper etwa, zur Fortpflanzung der Nation und zur eigenen Befriedigung. Das Bürgerliche, dieses freie Subjekt, hatte das Recht, etwas zu besitzen, Rechte, Land, eine Frau. Sie genauso beherrschen und kontrollieren zu dürfen, wie es sich selbst beherrschen und kontrollieren muss. Doch langsam spüren auch manche derjenigen, die ihre angeblichen Freiheiten verteidigen, dass auch sie viel freier wären, wenn erst dieses Subjekt, das sie einmal waren, sein wollten und sollten, überwunden ist. Dass sich die Freiheit, welche die Aufklärung versprach und die immer auch in ihr angelegt war, gerade in der Überwindung des Zwangs zur Herrschaft und seines Prinzips der binären Teilung Geltung verschafft. Die Menschen fordern die Kategorisierung von Mann und Frau heraus, ebenso wie die Körper-Geist-Trennungen, die noch der Binarität von Zivilisation versus Natur folgen. Körperintelligenz mag ein Trendbegriff aus der Welt des Coachings sein. Doch darin zeigt sich auch ein neuer Umgang, eine Neugier auf Empfindungen und Empfindsamkeit. Ein Spielen, Experimentieren mit eben jenen Körpern, die das bürgerliche Subjekt teils ignorieren und teils disziplinieren sollte. Die sexuelle Befreiung der Frauen und Queers, um die es hier ging, zeigt das Interesse der Menschen, vermeintliche Körpergrenzen zu überschreiten, sich in Verbindung zu erfahren, berührt zu sein statt autonom. Die Abgeschlossenheit des alten Subjekts war ohnehin nur Illusion. Wir müssen und können uns von vielem, was uns gesellschaftlich anerzogen wurde, nicht befreien. Wir müssen nicht alle möglichen Vorlieben überwinden, etwa die Vorliebe für Sex mit Menschen, die sich einem bestimmten Geschlecht zuordnen, oder die Vorliebe für die Versorgung von Kindern, die man selbst gezeugt hat. Aber wir sollten all jene Verhaltensweisen und Neigungen darauf befragen, wie tief sie mit Machtverhältnissen verwoben sind, wie sehr patriarchale und auch rassistische Muster in sie eingeschrieben sind und ob wir sie gegebenenfalls nicht doch ein bisschen herausfordern können. Denn wir sind nicht determiniert, wir haben ja Spielräume und deshalb Verantwortung. Aufgrund der gesellschaftlichen Positionierungen etwa als Mann oder Frau oder nicht-binäre Person sind die Spielräume unterschiedlich groß. Und je privilegierter man ist, also je mehr Spielraum man hat, desto mehr Verantwortung hat man auch, die Gründe für die eigene Privilegierung zu erkennen und strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. Das machen einige derer, die als Männer sozialisiert sind, immer häufiger. Gemeinsam und organisiert üben sie sich, wie gezeigt, zu erkennen, wie sie selbst Ideen von Männlichkeit und die darauf aufbauenden Machtverhältnisse reproduzieren. Und das ist auch eine Folge der queerfeministischen Bewegungen der letzten Jahre, die seit MeToo und Ni Una Menos global so groß und wichtig wurde und so viel Einfluss auf die Menschen gewonnen hat.
Diese neue Bewegung ermöglicht, dass diejenigen, die in der patriarchalen Ordnung diskriminiert sind, sich Räume erobern, in denen sie sich über ihre Erfahrungen austauschen, zur Frau gemacht zu werden oder nicht in die binäre Matrix zu passen. In denen sie sich wechselseitig Mut zusprechen und miteinander Verletzungen und Verunsicherungen durch die Struktur männlicher Herrschaft überwinden und sich empowern. Ziel ist es, Druck aufzubauen, dass sich auch jenseits ihrer Kreise etwas tut, dass das Patriarchat weiter stürzt und alle frei sein können. Ja, voll. Vielen Dank. Sehr gerne. Genau, das ist eigentlich auch also absolut die Beantwortung meiner letzten Frage. Aber ich stelle sie trotzdem und du kannst sie auch gerne sehr knapp beantworten. Aber wie gestalten wir genau diesen Weg zum Sturz des Patriarchats? So, die ganz kleine Frage zum Schluss. Okay, wow. Ja, ich glaube, dass es eben in diesem dass in diesem Zusammenspiel, also genau, ich will keine Anweisungen geben. Ich glaube, dass in dem, was ich in dem Buch beschreibe, in diesen neuen queerfeministischen Bewegungen, im Zusammenspiel dann mit diesen, mit den neuen Lebensweisen, mit der Reflexion der Zurichtungen im kapitalistischen Patriarchat, dass da eben in dem Zusammenhang viel Potenzial drin liegt und eben es auch wichtig ist, dass auch Linke das sehen, was da auch gerade in queerfeministischen Bewegungen für gesamtgesellschaftlich emanzipatorisches Potenzial liegt. Ja, absolut. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke dir. Ja. Genau, danke auch euch. Leider ist es ja aufgrund der ganzen Situation noch nicht möglich, auch mit euch heute ins Gespräch zu kommen, aber lest gern das Buch. Ja, voll. Ich finde es auch sehr schade. Genau, und es wird auf jeden Fall hoffentlich bald wieder sehr viel mehr Möglichkeit geben, sich genau darüber auch gemeinsam zusammen jenseits von Bildschirmen vielleicht auch auseinanderzusetzen. Aber vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank auch ans Werk 2, dass wir das so gestalten konnten. Und habt auf jeden Fall einen guten Abend. Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank für die tolle Moderation. Danke. Und also nicht nur Moderation, es war ja ein tolles Gespräch einfach. Und danke, dass ihr da wart und auch von mir danke ans Werk 2. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen und dann auch noch diskutieren können über diese ganzen Sachen. Danke.